Mahlzeit aus Bangkok. So, jetzt sind wir wirklich unterwegs Richtung MBK. Die GAN macht ihren Reisepass dort. Und ja, ich schaue mir das an, wie das funktioniert. So vom kurzen Vorab informieren dürfen, das ziemlich super funktionieren. Einfach hingehen und das ist wie, wie am Fließband. Wir können da die Leute reingehen, machen Fotos, machen ihre Fingerabdrücke, beantragen das. Und das dürfte ziemlich einfach funktionieren, ohne mit alles mit Computer und mit irgendwelchen Automaten, ohne dass da irgendein Personal ist. Das schauen wir uns ja an und ja, ich melde mich wieder, wenn ich beim MBK bin. Mir kommt vor, wir suchen nicht einmal das, wo man den Reisepass machen kann. GAN, was machst du? Ist das ein Reisepass? Ja. So schauen Reisepässe aus. Was schaust du schon wieder? Wie viele Taschen hast du in dem Urlaub schon gekauft? Drei. Drei? Ich glaube, du hast schon vier oder fünf gekauft. So schaut das mit dem Reisepass anmachen aus. Später. Aber ich bin mir sicher, das sind zwei Zuschauer, die was ganz genau dasselbe machen würden. Gell, Mama? Aber das ist ja nur der Vorgeschmack vom MBK. Ich glaube, das ist ja noch 10-mal größer. Also ich weiß gar nicht, wo wir da gerade sind. So, und jetzt muss ich da ein bisschen antreiben, wo ist es jetzt hinkommen? Ich habe meine Frau losreißen können, ohne dass sie was gekauft hat. Und wir sind jetzt im fünften Floor und wo sind wir? Passport Service. Gott. Schaut so aus. Ich will da jetzt nur nicht zu viel drauf filmen und ja. Die GAN wird jetzt reingehen und wird das machen. So, du machst das jetzt? Ja, los geht's. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das MBK, da gibt es ein paar Stockwerke, wo ganz viele gefälschte Sachen sind. Und ich glaube, aber in anderen Stockwerken gibt es wieder die Markensachen. Also da müsste man sich genau einlesen. Auf jeden Fall, ich hätte da nichts blind kaufen, sondern mich zuerst informieren. Nur so als kleiner Tipp. So, ich suche jetzt irgendwas, so ein 7-Eleven oder irgendwas, wo ich mal was zum Trinken kaufen kann. Und dann schaue ich mal, wie weit das die GAN ist bei ihrem Passport-Service. Thank you.
Bei uns ist es überall ausverkauft, da steht es einfach um und um. Na super. Aber ich glaube, das ist das Stockwerk mit den originalen Sachen. Ich habe gerade kurz geschaut, ich bin im 5. Stock und die ganzen nachbaugefälschten Sachen sind alles im untersten und im. Also in die zwei untersten Stockwerke. Also ja, dürfte da alles die Originalvariante sein. Und ja. Ich glaube, ich war schon einmal im MBK, aber ich bin halt ein Fan vom Terminal 21. Das sind übrigens Weltklasse alte Sachen. Natürlich nicht billig. Aber das schaut einmal richtig nice aus. Knapp eine Stunde später ist die Garn fertig. Bist du jetzt fertig mit deinem Reisepass? Ja. Ja? Für wie viele Jahre hast du ihn jetzt bekommen? 5 Jahre ist entlaufen, aber ich habe 10 Jahre gemacht, so ist alles 1500 Bar. Okay. Und Vorkost ist 40 Bar. Ja. Jetzt hat es für 10 Jahre wieder einen Pass, das ist einmal nicht schlecht. Haben wir ein bisschen Ruhe wieder. Wie ihr seht, wir sind da jetzt gerade unterwegs, dass wir sich irgendwo was zum Essen holen. Und ja, ich schaue mir das MBK nur ein bisschen an. Aber ich habe nachher heute noch ein paar Sachen zum tun. Irgendwas funktioniert mit meinem Internet nicht. Also ich muss nachher ins Terminal 21. Und ja, jetzt haben wir mal einen Hunger. Das heißt, wir werden uns jetzt einmal irgendwo was zum Essen holen. So wie es ausschaut, nicht da. Hallo alle zusammen. Yes! It's Ria. Food court in MBK, ja. Yeah. So. Schau, Mickey. Mickey, was Mickey stehlen? Mickey, was hast du stehlen? Kaupat Gai. Also gebratenen Eierreis mit Hühnchen. Mhm. Aber du geh einmal um und um und zeigst einmal um und um alles. Ja, okay. Wie schaut das? So wie es ausschaut, hat eine Frau die Kamera übernommen. Ich probiere. Und dort gibt es sogar Haifischflossen. Oh ja. Ja, wie schaut. Das Schuh hat überall. Was ist das? Oh, schau lecker aus. So, ich möchte trinken, so vielleicht. Ich warte mich hier vor Besal und dann ich komme gleich. Was trinken? Nein, ich mag das nicht. Ich möchte trinken vielleicht Coconut Shake. Ich komme gleich, okay? Okay. So. Sehr Hunger. Schatzi! Ich bin da! Du bist da, super. Pass dir auf, dass du was gescheit findest. Das ist Pork Beef Bowl Nudel und schau lecker aus. Wow, alles fresh. So was. Aha. Oh, Miso Soup. Sehr lang. Mickey, darf ich kein haben?
Vor trinken? Ja, aber es sind nur 55 Baht drauf. Ja, genug, ich glaube. Ich komme das wieder. Ich weiß nicht. Ah. In der Seite, ich glaube. Ich schaue schon nicht genug. Da kann es nicht genug geben. So, nur Wasser. Nam panai ơi. Hallo. Khao nam yen ja. Mi nam ala ik na. Ao 1 keo kha. Den nam yen 1 khwat la ka cha ma nam. Sai kha. Thai dai mai nia. Khabut ka. Oh. She is so net. Kha. An ni mai pho kha. A mai pho lo? A tai la. เดี๋ยวนั้นน่ะนะเดี๋ยวในนี้มีอยู่55มันขาย5บาทค่ะเป็นเงินสดได้ไหมไม่ได้ลดเท่าไหร่นะคะโอเคโอเคค่ะโอ้ my gift is not enough so it goes get plus get not โอเคโอ้ยน่ากินจังเลยแต่ซูเซ่แต่ฉันจะเอาซูเซ่อะไรซูเซ่แล้วชาลิกาเอาโอเคปั๊บกินออก mit meiner Lieblingsnachspeise werde jetzt das Video beenden das ist Banana Roti mit Schokolade und ja, das ist mega lecker. Erinnert mich irgendwie an Palatschinken und an Sauce. Hat es dir geschmeckt? Sehr, sehr gut. Was hast du gegessen? Ich habe eine Blutsuppe. Blutsuppe hast du gegessen? Ja, hat Blut, hat alles drinnen von der Schwein. Yes. Und Schwein. Ich bleib beim Roti. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und wir sehen sich das nächste Mal. Man soll ja Traditionen nicht, mit Traditionen soll man nicht brechen. Und mein Video ist doch noch nicht vorbei. Ich gehe jetzt da schon die ganze Zeit um und um und bei diesen ganzen Souvenir-Klumpert-Sachen. Also im MBK sind es aber wirklich aber sowas von unverschämt, aber ein Wahnsinn. Also ich weiß von den ganzen Sachen eigentlich die Preise vom Chato Chak und ich weiß auch, wie was halbwegs in Pattaya kostet. Ja. Nur als Beispiel, da die Becherdinger da habe ich gekauft für 50 Baht, da wollen es 150 Baht. Dann gibt es da diese komischen Schneekugeln da. Da wollen es 850 Baht. Ich bin mir sicher, die habe ich am Chato Chak für 150 Baht gesehen. Und, also, MBK ist schon Touristenfalle hoch 10. Also, ich würde euch bei solchen Sachen immer empfehlen, macht die Augen wirklich richtig gut auf. Und vor allem nicht gleich am ersten Tag überall alles zusammenkaufen, sondern schaut einmal ein bisschen da, schaut einmal ein bisschen da, schaut einmal ein bisschen da und dann wird es ziemlich schnell drauf kommen, dass da sehr, sehr große Preisunterschiede sind. Ich will jetzt nicht als Cheap Charlie dastehen, ja, aber wenn sich die Preise verzehnfachen, nur weil man es in einen anderen Shop kauft, das muss halt nicht sein. Vor allem weil es immer was anderes kostet, wenn meine Frau hingeht. Ich schicke meine Frau hin, sage es zu ihr 300. Ich gehe hin, will genau das gleiche Ding, kostet es 450. Also jetzt natürlich in anderer Reihenfolge. Ja? Also, ja. Schade.